Wie reden wir miteinander? Ursachen für Missverständnisse, Folge 1. Und die erste oberste Ursache ist, wenn jemand so viel schwafelt wie ich, kein Mensch mitkriegt, was will der Typ überhaupt von mir. Deswegen meine erste These, jetzt mal auf den Punkt gebracht. Und das gilt immer nur als Frage. Und ich weiß, dass es da große Betroffenheit geben wird, bei denen, die eventuell in ihrem Unterbewusstsein merken, naja, wenn ich ehrlich wäre zu mir selbst, da spricht er jetzt gerade über mich. Erste Stufe also, völlig übertrieben, wie ich es gerne mache, reden wir miteinander wie, Vorsicht, das Wort Primaten. Primaten, die allerdings die böse Waffe Sprache haben. Die echten Primaten mussten sich ja über Gesten verständigen, vielleicht sogar auch über Laute, die die Vorboten einer Sprache waren. Aber meistens halt durch pure, reine Gewalt. Ich bin der Stärkere. Gemacht wird, was ich sage, du machst, was ich sage, sonst gibt es eins auf die Birne. Der Preis dafür, immer unbedingt Recht haben zu wollen, ist heute noch relativ hoch, denke ich mal. Zu hoch? Fragezeichen. Damals war das eine oder andere Mal die eigene Gesundheit oder gar das eigene Leben. Wir haben uns aber damals unterhalten, wir haben uns Kommunikationsmöglichkeiten entwickelt. Die waren doch nicht, um gemeinsam an neuen Erkenntnissen zu arbeiten. Bei Primaten geht es erst einmal um Hierarchie. Ich bin der Chef, du bist der Dienstbote. Und jetzt ist die Frage, was davon haben wir Menschen heute noch? Wo wir uns nicht weiterentwickelt haben. Stichwort Rechthaberei. Möglicherweise gibt es diese Rechthaberei nur deswegen, weil wir grundsätzlich an der Aufklärung gescheitert sind. Weil ein paar ganz clevere Burschen, die ganz große Minderheit, weiß, wie sie ihre verlogenen und erlogenen und egoistischen Interessen durchsetzen können. Nämlich, indem sie sich schnell einig sind, eine Hierarchie herstellen nach alten Primatensystemen. Gibt es verschiedene Kriterien, wer dann am Schluss die Macht bekommt und wer rausgemobbt wird. Und die große Mehrheit des Volkes kann sich nicht einigen. Sind da nicht immer die im Vorteil, die bestimmen können, was denn nun Wahrheit ist oder sein soll oder sein muss oder den eigenen Interessen nützt? Und ist nicht immer der Teil der Menschheit in einem unglaublichen Nachteil, der jede Chancengleichheit zunichte macht,
weil wir, übertrieben ausgedrückt, 80 Millionen Meinungen in Deutschland respektieren müssen. Respektieren ist schon mal gut. Aber deswegen gleich gelten lassen? Zum oberen Gesetz erheben? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was haben wir dann für Möglichkeiten, wenn wir 80 Millionen Denkweisen zum Gesetz erheben? Chaos ohne Ende. Indem doch dann zwangsläufig wohl der triumphieren muss, der sich mit ein paar Kumpels geeinigt hat. Ich sage da was Provokatives. Die Demokratie hat sich als wenig erfolgreich gezeigt. Selbst die, die glauben, von der Demokratie zu profitieren, sind nicht ehrlich genug. Sie leben immer noch in der gleichen Scheiße. Letzten Endes, oder ich formuliere das mal vorsichtig als Frage, leben wir durch diese Demokratie letzten Endes immer noch wie Primaten? Es gibt eine neue Hierarchie, die besteht nicht mehr im Boxen. Ja, toll, super, was der Mensch alles erreicht hat. Aber selbst das stelle ich in Frage. Es gibt subtilere Formen der Gewalt. Meine könnte eine sein, zu versuchen, eure Meinungen zu manipulieren, indem ich vermeintlich besonders schlau daherrede. Aber nein, gilt nicht, weil, ich sag's nochmal, ich stelle nur Fragen, ich behaupte nichts, ich habe noch keine eigene Meinung, keine eigene Überzeugung, ich bin auf der Suche. Der Primat, um das jetzt nochmal ganz klar auf den Punkt zu bringen, ich bin ja schon wieder abgeschwafelt, der Typ, Fragezeichen, der zwangsläufig, ohne es verhindern zu können, als Opfer und nicht als Täter manipuliert ohne Ende, zunächst einmal oberstes Ziel hat, ich muss Recht kriegen. Vielleicht sogar dann, wenn ich weiß, ich habe gar nicht Recht. Hauptsache Recht kriegen, weil diese Welt ist eine Welt der Sieger. Und wer nicht Recht hat, ist ein Loser. Diese völlig absurde Denke, diese völlig absurde Ideologie, würde ich fast sagen, ist die sinnstiftend? Bringt die was? Dass wir einer falschen Idee folgen, nur damit jemand, der einen Minderwertigkeitskomplex ausleben will, Recht bekommt? Nur damit Gutmenschen behaupten können, ja, das ist der Preis der Demokratie, den zahlen wir gerne. Oder ist der Preis zu hoch und schadet am Ende denen, denen wir angeblich, ich betone angeblich, also nicht aus Gutmenschentum, aus falscher, nicht durchdachter Empathie, aus nicht durchdachtem Mitgefühl, oder schaden wir nicht denen am meisten, denen wir angeblich oder auch wirklich helfen wollen, für die wir Mitgefühl, ehrliches Mitgefühl haben? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Schluss jetzt, Abschlusssatz. Hilft ein Mensch, der immer nur Sieger sein muss, zwanghaft und dabei unheimlich viel verliert, der immer nur Recht haben muss und dabei immer mehr Unrecht veranstaltet, hilft es dem, wenn wir ihm das alles durchgehen lassen?
dem Primaten. Wo und jetzt? Eine böse Befürchtung, eine böse Frage haben wir, da nehme ich mich mit rein, seit der Primatenzeit dazugelernt. Belügen wir uns immer nur selbst, indem wir uns größer machen, als wir nun mal sind? Ich bin ein Zwerg.